Hi, ich bin Philipp, das ist der Gefahrenunterricht. Ich möchte ganz kurz über das Phänomen sprechen, dass sich Jugendliche und Kinder so organisieren, dass sie bei Videokonferenzen über TikTok oder Snapchat, Instagram Leute organisieren, die in diese Videokonferenzen kommen und dann Unfug betreiben, einfach diese Videokonferenzen stören. Ich würde das Phänomen kurz zuerst einordnen und dann drei Tipps geben, was man dagegen tun kann. Grundsätzlich ist es ein Streich, der natürlich mit den Möglichkeiten der digitalen Kommunikation so ein bisschen erweitert und lustig gemacht wird. Also wenn man dann die Störung filmen kann, das wieder auf TikTok shared, dann finden das andere auch lustig, versuchen es auch. Es ist dann sowas wie ein Meme, eine Streichvorlage, die an ganz verschiedenen Schulen dann auch übernommen wird. Das ist grundsätzlich die Einordnung. Also ich würde einfach mal denken, es ist ein Schulstreich. Und natürlich sind viele Lehrkräfte in Videokonferenzen angespannt, möchten keine Störungen, möchten das möglichst auch effizient abhandeln können. Und dann ist es verständlich, dass das sehr unangenehm ist und problematisch. Was kann man dagegen tun? Erstens mit Klassen sprechen. Es braucht Präventionsarbeit, es braucht eine Vertrauenskultur. Die Klassen müssen auch verstehen, wie es Lehrkräften geht, was sie umtreibt. Und dazu gehört, das auch offen zu thematisieren, vielleicht auch nachzufragen, wer macht das, warum machen die Schülerinnen und Schüler das? Und so zu zeigen, ich bin an Feedback interessiert, ich gehe auf euch ein, ich höre zu. Das führt mich dann zum zweiten Punkt, das ist ein didaktischer. Welche Veranstaltungen würden wir stören? Das sind Veranstaltungen, die uns langweilen, die uns überfordern. Also wir müssen von einer Videokonferenzdidaktik ausgehen, die so ist, dass die Schülerinnen und Schüler gut arbeiten können, dass es ihr Projekt ist, dass sie beteiligt sind. Und dann ist es auch nicht lustig zu stören. Also wenn ich wirklich am Arbeiten bin, dann will ich niemanden einladen, der den TikTok-Streich macht. Und so müsste halt die Videokonferenz aufgesetzt sein, dass da tatsächlich die Schülerinnen und Schüler am Arbeiten sind. Das heißt, lange zwingende Synchronphasen, die muss man dann einfach vermeiden. Der letzte Punkt ist ein technischer. Geht zu der verantwortlichen Person eurer Schule und fragt, wie ihr einen Warteraum einrichten könnt, wie ihr vielleicht auch nur die Schülerinnen und Schüler eurer Klasse einladen könnt in die Videokonferenzen. Man kann all die Videokonferenzen schließen, dass nicht einfach anonyme externe Gäste eintreten können. Und so kann man dann das Problem auch technisch angehen und lösen. Ich danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.